Willkommen zu einem neuen Video auf Einfach erklärt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln das alte Kontextmenü von Windows 10 in Windows 11 wiederherstellt und bei Bedarf genauso schnell wieder das neue Windows 11 Kontextmenü aktiviert. Ich persönlich bin, jedenfalls zurzeit, auch kein großer Fan des neuen Windows 11 Kontextmenüs. Leider fehlen in dem neuen Menü einige Punkte, die das Windows 10 Menü bereitstellt. Hier wird sicher in der nächsten Zeit noch was passieren, aber bis es soweit ist, fährt man mit dem alten Menü unter Umständen besser. Also gut, dann ändern wir das mal. Als erstes öffnen wir wahlweise eine Eingabeaufforderung oder das Windows Terminal. In dem heutigen Video benutze ich das Terminal. Klicken wir also mit der rechten Maustaste auf den Windows Start-Button und wählen dort Windows Terminal aus. Adminrechte benötigen wir für diesen Vorgang nicht, da wir die Einstellungen lediglich für den aktuellen Benutzer, also der, der gerade angemeldet ist, vornehmen. Im Terminal geben wir Folgendes ein. Damit ihr es einfacher habt, packe ich euch den vollständigen Befehl in die Videobeschreibung. Okay, nach dem Eingeben müssen wir noch Return drücken und wir sollten eine Meldung bekommen, die besagt, der Vorgang wurde erfolgreich beendet. Damit die Änderungen nun wirksam werden, haben wir zwei Optionen. Option 1, wir starten den Rechner neu. Option 2, wir öffnen den Task Manager, klicken auf den Reiter Prozesse und scrollen dann runter, bis ihr innerhalb von Windows-Prozesse auf den Prozess Windows Explorer stoßt. Okay, haben wir den Prozess gefunden? Klicken wir ihn mit der rechten Maustaste an und wählen Neu starten. Hierdurch wird nun der Explorer-Prozess neu gestartet. Durch das Neustarten werden auch die Einstellungen für das Kontextmenü neu eingelesen. Wenn ihr jetzt das Kontextmenü aufruft, zeigt sich euch das neue bzw. altbekannte Menü. Okay, jetzt haben wir das alte Menü wieder. Doch wie bekommen wir jetzt das neue Windows 11 Menü wieder, falls wir es doch nochmal testen möchten? Nun, das ist im Grunde der exakt gleiche Ablauf. Wir geben lediglich einen anderen Befehl in das Terminal bzw. Eingabeaufforderung ein. Diesen findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Das neue Menü sollte direkt nach dem Abschicken des Befehls verfügbar sein. Falls nicht, führt einfach wie beim ersten Befehl entweder einen Neustart durch oder startet den Explorer-Prozess neu. Fertig. Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dalasst, zum Beispiel ob alles geklappt hat, und über ein Like oder sogar ein Abo würde ich mich natürlich noch mehr freuen. In diesem Sinne,